Die Firma Prekitec ist ein kleines mittelständisches Unternehmen aus Nordbayern und unser Kerngebiet sind Tastaturen und zwar programmierbare Tastaturen, die man in verschiedenen Bereichen einsetzen kann. Wir fertigen alles hier in Deutschland, ganz in der Nähe und sind auch von daher für Sie greifbar. Der Herr Malmeister und ich, wir sind die beiden Referenten heute. Herr Malmeister ist in der Entwicklung Ingenieur. Mein Name ist Axel Schmidt. Ich bin hier im Vertrieb und betreue das Thema kommerziell. Bin auch Ansprechpartner für Sie. Ich hatte es eben schon erwähnt, es geht um programmierbare Tastaturen. Das klingt vielleicht ein bisschen ja, komisch für den einen oder anderen, dass man Tastaturen überhaupt programmieren kann. Wusste ich früher auch nicht. Ist eine tolle Sache. Wir kommen ursprünglich aus dem Handel, aus dem Postbereich. Das heißt, in Geschäften neben der Kasse oder an der Kasse findet man unsere Keyboards. Wir sind aber auch an Flughäfen zu finden, in der Industrie, Logistik, also auch gerade Logistikfirmen sind unsere Kunden. Wir haben Produkte für den Bereich Sicherheit und Identifizierung. Also jeder von Ihnen am Flughafen hat es sicherlich schon mal gesehen, wo man dann so einen Ausweis durchzieht. Das könnte auch wiederum von uns ein Produkt sein. Im Gesundheitswesen sind wir auch tätig. Wir haben also auch Tastaturen, die zum Beispiel Wasser abweisen oder komplett wasserdicht sind. Da sind wir in Krankenhäusern, in Gesundheitszentren weltweit werden unsere Produkte da eingesetzt. Und eben auch im Bereich Office und Finanzen. Das ist der Bereich, über den wir heute sprechen werden. Ich möchte Ihnen das noch mal ganz kurz zeigen. Also hier ist eine Referenz aus Deutschland von der Polizei in Baden-Württemberg. Ist ein sehr kleines Keyboard. Die setzen das dort in der Leitstelle ein. Die Tasten sind alle frei programmierbar. Das heißt, die haben ihre eigenen Befehle, die sie gerne ausführen möchten, mit uns zusammen entwickelt und die sind auf diesem Keyboard quasi programmiert, hinterlegt. Ein anderes Beispiel aus dem Airport-Bereich ist der Flughafen Los Angeles. Da werden unsere Keyboards eingesetzt an den Check-ins bzw. auch an den Identifikationsstellen. Dann kommen wir mal zu dem speziellen Thema, das uns heute beschäftigt. Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Steuerkanzleien, die umtriebig sind und die jeden Tag ganz, ganz viele Prozesse wiederholen. Also das heißt, das ist unser Ansatz. Wir sprechen Leute an oder Arbeitsplätze an, an denen sich sehr viel sich wiederholende Vorgänge stattfinden. Wir haben jetzt hier mal exemplarisch, das ist der Ersatzteilbaukasten, sage ich jetzt mal, für die Tastatur mal dargestellt, wie das so aussieht. Wir haben das farblich getrennt voneinander. Also zum Beispiel die grünen Tasten betreffen die Finanzbuchhaltung, die gelben die Anlagenbuchführung, dann die roten sind für die Einkommensteuererklärung zuständig. Und die blauen für die Buchführung bzw. die weißen für die Lohnbuchhaltung. Und zusätzlich können Sie auch noch frei beschriftbare Tasten, also Sie können im Prinzip jede Taste austauschen an jeder Stelle des Keyboards mit einer Taste, die dann eine transparente Kappe hat. Und da steckt man dann so ein kleines Papierchen rein, sage ich jetzt mal, das Sie mit einem Excel-Tool ganz einfach beschriften können. Das kriegen Sie auch von uns. Da schreiben Sie dann zum Beispiel drauf, PDF drucken oder Bild einfügen oder whatever und können das dann hier auf Ihrer Tastatur einsetzen. Welche Keyboards bieten wir Ihnen speziell an? Also für den speziellen Fall Office-Kanzleien. Das ist einmal unsere MCI 3100. Das ist ein komplettes alphanumerisches Keyboard. Sie sehen jetzt hier diese Tasten, diese bunten. Wie gesagt, grün ist der Jahresabschluss, gelb die Anlagenbuchhaltung, Einkommensteuer, blau die Buchhaltung. Die sind alle schon vorprogrammiert und auch beschriftet. Das haben wir mal mit einem größeren Unternehmen aus Ihrer Branche entwickelt, also die IT-Systeme entwickeln und auch Software. Und wer sein eigenes Keyboard weiterhin benutzen möchte, weil er sagt, das ist so schön, ich arbeite gerne mit einem Mac-Keyboard oder mit einem anderen Designer-Keyboard oder aus welchem Grund auch immer, der kann natürlich auch die gleichen Funktionen in einer kleineren Version als Beistelltastatur nebenhin legen. Das heißt, Sie können dann hier daneben diese Tastatur
anstöpseln über USB und dann haben Sie die gleichen Funktionen. Sie bekommen von uns in einem Paket die Tastatur oder die Tastaturen, dann eine Software, die heißt WinProgrammer, da sage ich auch gleich nochmal was dazu. Und was ganz wichtig ist in der heutigen Zeit, einen Support hier wirklich zu deutschen Bürozeiten aus Deutschland. Zum Programm möchte ich noch kurz was sagen. Es gibt Kanzleien, die arbeiten mit Terminals. Das würde auch funktionieren. Das Einzige ist, die Tastatur muss halt einmalig an einem PC oder Laptop programmiert werden. Sie ist, wie gesagt, vorprogrammiert mit diesen DATEV-Tasten, nachdem über 90% aller Kanzleien mit DATEV arbeiten. Aber Sie können natürlich auch mit Edison und anderen Programmen arbeiten. Und dann, wenn das einmal programmiert ist, beziehungsweise wenn Sie die Tastatur so, wie sie ist, eben gleich einsetzen wollen, können Sie die einfach an irgendeinem Terminal anstecken und Sie können genauso damit arbeiten. Dann übergebe ich jetzt mal an meinen Kollegen, den Herrn Mahlmeister. Der wird Ihnen das jetzt mal praktisch zeigen. Und danach hören wir uns wieder. Julian, it's yours. Ja, danke Axel. Also wenn man den WinProgrammer dann hier startet, haben wir den angepasst extra für Kanzleien. Das heißt, wir können über Datei neu eben eine MCI 60 schon mit vorbestückten DATEV-Tasten anzeigen. Über die Ansicht Default Layout sehen Sie dann auch noch die zusätzlichen Tasten, die sich eben hier auf diesem Zusatzrahmen befinden. Programmieren ist hier in dem Fall auch überhaupt kein Hexenwerk. Das heißt, Sie können einfach hier zum Beispiel diese Taste, wenn Sie die nutzen wollen, hier nach unten ziehen per Drag and Drop und dann ist die Taste schon programmiert. Programmiert heißt in dem Fall, ich habe die Alt-Taste und im DATEV eben gewisse Buchstabenabfolgen danach, die dann eine Aktion auslösen. Im Word kann ich das jetzt mal exemplarisch durchführen. Mein Beispiel hierfür ist immer das Bild einfügen. Wenn ich die Alt-Taste drücke im Office, sehe ich hier diese Buchstaben. Und die heißen, ich muss hier, wenn ich ein Bild einfügen will, kann ich hier das über I machen, über B1 und G. Dann öffnet sich ein Fenster nach einer gewissen Zeit, wo ich mir dann ein Bild aussuchen kann. Das Ganze kann ich mir aber eben auch auf eine Taste legen. Könnte ich mir jetzt hier auch exemplarisch eben hier unten auf diese Taste legen. Kann sagen, ich hätte gern die Alt-Taste verklickt. Die Alt-Taste I für einfügen, B1 für Bild einfügen, G für den Ordner, sag OK, ändere noch die Beschriftung in Bild einfügen, OK und programmiere dann meine Tastatur. Dauert dann einen kurzen Augenblick, bis die Tastatur programmiert ist. Jetzt ist die Tastatur programmiert. Jetzt muss ich natürlich auch, jetzt schalte ich nochmal kurz um, meine Ansicht. So. Welche Taste haben wir jetzt genommen? Die hier unten unter den roten. Jetzt kann ich die natürlich hier auch, muss ich noch aus dieser Blindabdeckung eben auch noch eine programmierbare Taste machen. Dafür nehme ich hier die Blindabdeckung raus und habe jetzt auch frei beschriftbare Tasten. Das heißt, unsere Tasten sind zweiteilig. Ich habe hier einmal eben die Tastenführung. Die setze ich zuerst rein, dass ich auch was betätigen kann. Dann haben wir eine Excel-Beschriftungsvorlage. Da kann ich mir irgendwelche Bildchen bunt ausdrücken oder mit Kuli auch nur was draufschreiben oder eben im Excel was bunt draufschreiben. Die lege ich mir dahin. Und klippe dann noch die Tastenkappe drüber, eine durchsichtige. Und dann habe ich mir, wäre die Programmierung fertig. Und ich kann jetzt im Word, wenn wir jetzt hier wieder zurückgehen,
Wenn ich jetzt hier im Word die Taste drücke, geht es wesentlich schneller, wie wenn ich über drei Tasten oder drei Buchstaben oder mit der Maus mich durchs Menü durchklicken muss. Sondern ich habe das hier, ich mache es nochmal, eine Taste dafür programmiert. Und im Dativ funktioniert, warum zeige ich das jetzt mit dem Bild einfügen? Weil im Dativ funktioniert es ganz genauso. Einmal programmiert, funktioniert es an jedem Platz, dann können es auch die anderen Kollegen im Büro eben ausprobieren. So, dann teile ich noch mal kurz meinen Bildschirm. Hier waren wir ja vorhin stehen geblieben. Das sind, wie gesagt, unsere beiden Varianten, die wir mal für Sie ausgesucht haben. Und wie gesagt, Sie haben mit einer kleinen Investition eine große Wirkung. Also das definitiv. Wir testen es seit Monaten, also mit Steuerkanzleien hier in Deutschland und haben da ein sehr positives Feedback. Also die Bandbreite ist sehr groß, dient sozusagen als Teaser das ganze Thema, dass Sie sich das mal so vorstellen können, auch wie das in der Praxis in so einem Office-Betrieb ausschaut. Vielleicht kamen da jetzt die ein oder anderen Ideen auch noch, worüber wir in den nächsten Wochen und Monaten mal sprechen können. Das wäre doch toll. Gut, wenn keine Fragen bestehen, dann bedanke ich mich ganz herzlich, auch im Namen meines Kollegen, dem Herrn Malmeister, und wünsche Ihnen noch einen sonnigen Tag. Ich bedanke mich. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss, Dankeschön. Wiederschauen.